Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu DK The Mar. Ja, ich bin hier in der zweiten Episode und schaue mich jetzt hier um. Den Raum hatte ich frisch betreten sozusagen. Huch, im letzten Part am Ende. Und ja, ich schaue mich jetzt hier um und guck mal, ich habe jetzt zwei Zeitungsartikel über den Pianisten gefunden und ob da seine Frau wohl irgendwas mit zu tun hat und wachsen der da Würmer irgendwo raus. Willkommen in Newark, New Jersey. Ja, Jersey ist halt auch eher ein Zustand, ne? Was ist das denn hier? Aufheben. Okay, die nehme ich mal mit. Das gucke ich mir mal noch genauer an. Was ist denn das? Guck mal, Tür Nummer 2. Das ist doch die Tür. Da sind so irgendwelche Sachen markiert. Okay, alles klar. Ja, pass auf, das lässt sich doch gleich rausfinden. Ich gucke mich erst aber hier weiter um, bevor ich jetzt rausstürze und gucke, wo die Zettel hinpassen. Das ist zu wahrscheinlich. Nee, ist auf. Das ist ja auf. Okay, durch Trial and Error komme ich hier nicht weiter. Ah, doch. Okay. 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 Etwas ist auf der anderen Seite passiert. Ja, da muss ich da wohl noch mal gucken gehen. Ich mach mal ein Foto. Ich habe ja jetzt einen coolen Fotoapparat. So. Ist noch so eine Sofortbildkamera. Das erklärt auch die Bilder da immer im Ladebalken. So. Okay, dann hier mal raus. Und jetzt kann ich ja mal Augen offen halten. Guck mal, hier ist doch. So, pass mal auf. Ja, und das ist ja das hier, ne? Also. Wie, nein, das muss hier. Ah, gucken, Nagel. Ja, den hebe ich auf. Da sind nämlich dann versteckte Sachen. Das ist ja auch cool gemacht. Okay. Alles klar, hier war kein Sohn. Nee, das ist in einem anderen Raum. Das ist auch nicht hier. Alles klar. Nee, hier war nichts weiter. Ich gehe mal hoch, ja. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Ich habe natürlich auch ein Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Was ist das? Das ist ein Regal und eine Tür. Das ist das nicht. Nee. Sieht schon freaky aus, okay. Das ist es nicht gewesen, ne? Nee, die Tür war hier gar nicht. Dann mal raus hier. Wow. So, das ist es aber auch. Hier ist auch nichts, nee. Da war ja offen. Guck mal, da gehe ich jetzt mal durch. Ach so, nee, da fehlt mir ja die Platte. Guck mal, das ist ja falsch. Da war aber noch eine Tür in dem Raum. Die war hier vorne. Und ich glaube, da ging das nochmal runter. Guck mal, auf dem Foto sieht es anders aus. Ich will da nicht hin. Okay, ich gehe jetzt da vorbei. Ja. Okay. Ja, genau, von da habe ich. Ach, jetzt hat sich hier die Platte. Ah, der Schlüssel. Aufheben. Ja, bitte. Ja, cool. Cool. So, guck mal, und hier ist doch noch ein Nagel. Das ist nämlich hier auf der Zeichnung, ne? Also, das ist das hier gewesen.
Diese Zeichnung hier. Jetzt fehlt mir noch was mit dem Tisch und mit dem Regal. Mit dem Tisch und mit dem Regal. Ja, hochklettern. Geh weg, ey. Mit dem Tisch und mit dem Regal. Tisch und Regal, Tisch und Regal. Ja, vielleicht sollte ich mich. Kann ich hier mich nicht. Nee, da habe ich dann nicht. Ich hätte ja. Aber nee, bei dem Regal ist nichts. Das ist auch eher ein Hocker. Ich habe doch hier gerade. Aber wo soll denn Tür Nummer 3 sein? Ich gehe mal hier wieder runter, ja. Vielleicht kommt das ja auch noch. Vielleicht bin ich da noch gar nicht gewesen. Das kann ja sein, ne? Das ist wahrscheinlich Tür Nummer 3. Nee. Ach, da ging es nur in diesen Schaltraum. Genau. Okay, den Zeitungsartikel kann ich nicht nehmen. Wo geht's denn hier weiter? Ich lass mich mal von dem Fragezeichen leiten. Ich habe da bestimmt irgendwas übersehen, oder? Also. Ah, hier muss ich mich weiter umschauen. Warum? Habe ich hier noch was über. Was habe ich hier denn übersehen? Ja, ich schaue mich mal weiter um. Den Nagel habe ich ja. Das habe ich ja genommen. Okay. Mal zurück. Gab es da an dem Ventilator noch was? Oder ist das vielleicht hier. Nein. Ich gucke jetzt hier mal, ob ich da noch irgendwas entdecke, aber. Das gehört ja hier auch noch dazu, ne? Ach, das ist hier der. Das ist Tür Nummer 3. Ah, okay, dann ja. Ja, es sieht vollkommen vertrauenserweckend aus, finde ich, ne? Find's auch, oder? Würdest du doch auch sofort runterklettern, ne? Bin ich sicher. Na gut, dann mal abwärts. Ah, da ist. Oh Gott. Guck dir das Bild an. Das sieht nicht vertrauenserweckend aus. Das ist aber das Regal hier. Wo war das denn jetzt hier? Da, auf dem. Hier. Nagel, okay. 1636, na, das wäre schon ein bisschen sehr leicht, oder? Ja, das wäre mir auch ein bisschen zu einfach vorgekommen. Kann das aber auch nicht wegnehmen. Okay. Da liegt auf alle Fälle noch eine Münze. Die nehme ich doch glatt mal mit. Die ist verschlossen, ja. Ich kann da gar nicht. Okay. Ha. Du musst dich in dem Raum weiter umschauen. Ja, das mache ich auch mal. Ach, da hinten ist auch noch eine Tür. Guck mal. Oh, guck mal, I am dying. Och Mensch. Das ist bestimmt die Jenny, wa? Och Menno. Ich versuche dich zu retten. Okay. Oh, was ist hier denn? Für einen Schacht. Der ist ja ziemlich groß auch, ne? Was war der Code da? 1636. Okay, nee, anscheinend nicht. Mal gucken, ob hier noch eine Münze liegt, aber ich sehe jetzt hier keine. Okay. So, was fehlt mir denn jetzt noch?
Das mit dem Tisch. Das ist nicht der Tisch, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. Hier kann ich nicht. Alter! Guck mal, da sind die Augen zu und da sind sie auf. Ja, wird schon seine Gründe haben, dass ich in der Psychiatrie gelandet bin, aber wirklich wahr. Ja, aber die Tür, da habe ich den Code nicht. Das ist ja echt verrückt. Ich muss mich in diesem Raum weiter umschauen. Ich kann aber hier nicht. Das kann ich nicht. I am dying. Ja, aber was soll ich nur tun? Ich habe leider auch überhaupt gar keine. Eins, sechs, drei, sechs. Ich könnte ja mal. Nee. Ich habe schon 9391, aber das geht auch nicht. Okay, da muss ich mal gucken. Was habe ich denn hier übersehen? Also irgendwas ist bestimmt mit dem Bild oder kann ich hier mit dem Regal noch was machen? Nee. Oder kann ich hier die. Nee, die Nägel verwenden auch nicht. Macht ja keinen Sinn so wirklich, oder? Ich muss mich hier weiter umschauen. Also hier ist irgendwo. Hier muss ich irgendwie weiterkommen können. So, jetzt gucke ich nochmal mein Inventar durch. Was habe ich denn so? Die Münzen. Die Zeitungsartikel. Den Fotoapparat. Den Nagel habe ich. Das habe ich halt nicht, aber da weiß ich auch nicht. Vielleicht kann ich hier irgendwie. Nee, da kann ich auch nichts. Kann ich hier die Nägel irgendwie verwenden? Das kann hier nicht verwendet werden. Na gut. Ich mach mal noch mal ein Foto, bis mir das Fotopapier ausgeht. Ich kann aber auch nicht, also nach links oder rechts komme ich hier nicht. Und hier komme ich, habe ich auch nur die Option zurückzugehen hier. Aber hier habe ich auch noch nicht geguckt, ne? Ich mache mal ein Foto. Bitte hilf mir. Oh Mann. Ja. Da habe ich doch. Hier war doch gerade eine Hand. Bitte hilf mir, stand da. Aber hier ist nichts weiter. Hier kann ich nur hoch. Nee, ich will jetzt nicht hoch. Ich muss mich ja hier weiter umschauen. Hier fehlt mir ja was anscheinend. Bitte hilf mir. Und dann. I am dying. Okay. Aha, okay, aber was soll ich da nur tun? Da ist nichts weiter, okay. Na, hätte ja sein können. Also ich rechne damit, dass da vielleicht irgendwo die richtige Zahlenkombi auftaucht, weil das ist ja anscheinend nicht richtig. Aber ich glaube, da mache ich im nächsten Part weiter. Ich danke dir jetzt sehr fürs Dabeisein und fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!